Ja, nach der tragischen Geschichte beim letzten Mal mit Liebe, Werwolf und toter Schwester geht's diesmal weiter und wir haben noch einen Truhenschlüssel bekommen, womit wir oben in dem Haus von dem Njellen, von dem Jäger, was aufschließen können. Was ist hier ein Bär? Einfach mal. Warum sind hier zwei Bären? Holy shit. Ich weiß nicht, was der Bär hier auf einmal macht, wenn ich hier eine Werwolfhöhle ausgehoben habe. Jedenfalls keinen Lärm mehr. Also bestimmt noch irgendwo auf der Welt, aber den hier nicht mehr und den anderen auch nicht. So. Ja, sie ist ein bisschen fertig jetzt, zu Recht. Und so rufe ich sie auch noch aus. Gibt es noch mal irgendeinen Plan? Kann ich mit ihr reden? Nee. Was wäre jetzt die Alternative gewesen, ihn leben zu lassen? Er hätte sie auf jeden Fall umgebracht. Dann hätte er weiter sich hier halt eingeschlossen, aber das wäre jetzt keine Alternative, also für mich keine logische Lösung gewesen, dass der dann leben darf als Werwolf. Um das mal so auszudrücken. Haben wir hier noch irgendwo fliegende Fäuste? Wir müssen noch den Schmied besiegen. Das machen wir jetzt gerade erstmal. Wo gibt's der? Ist in Taverne am Scheideweg. Da reisen wir gerade mal hin. Dann haben wir nämlich immer wieder eine weitere Quest einfach so durch. Ich werde jetzt da so ein bisschen hier abarbeiten, was wir noch offen haben, bevor wir dann irgendwann demnächst nach Novigrad reisen. Kann auch sein, dass ich das einfach zwischendurch schon mal mache oder auch nach Ochsenfurt. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt erstmal irgendwo einen kleinen Boxkampf vor uns. Vorher meditieren wir aber mal kurz für... Wir meditieren einfach mal bis morgens um 7. Das ist ein bisschen schöner aussieht hier alles. So. Ah, hier wird drinnen gekämpft, okay. Muss ich dich nicht ansprechen, um kämpfen zu können? Best give Crow Perch a wide berth. Warum kann ich ihn denn nicht ansprechen, diesen Mann hier? Ah, von vorne, okay. Okay, wir können ja auch wieder 70 setzen. I'm ready to fight. One and all, hear this. Betting on the next brawl will begin in mere moments. The witcheral face Smithy will pound his gob like he pounds hot iron ingots. Was schleppt mir hier den ganzen Bauerntrampel? Not bad. Might be champion yet. If it's the reigning champion you seek,
head to Crow's Perch and ask for the sergeant. Hair of the hound. Got any vodka? Ja, dann machen wir, glaube ich, gerade noch den Abstecher nach Krienfels auch noch. Lass mich dann mal irgendwie hier raus. What the fuck? Ich würde gerne hier raus. Nee? Okay. Ist leider nicht anders, als drüber zu springen. So, dann Schnellreise eben nach Burg Krienfels. Dann haben wir nämlich schon mal hier, sind wir schon mal lokaler Champion an dem Boxen. Wird es bestimmt genauso wie bei den Pferderennen, das weiß ich schon, dass es da so ist. Wird es mit den Boxkämpfen wahrscheinlich genauso sein. Dass in jedem Gebiet es da Wettbewerbe gibt, die man eben gewinnen kann. Ja, vor allem heißt die Quest Fliegende Fäuste wählen. Also wird es Fliegende Fäuste in Novigrad und Fliegende Fäuste Skellige auch noch geben, denke ich. Aber das ist ja nur recht. Das ist ja alles Geld, was ich verdienen kann. Alles Kronen. So, ich momentan mein Geld umgehe, wo ich dann euch einfach das Schwert gekauft habe, kann ich mir das eigentlich auch. Es ist ganz gut, glaube ich, dass ich mehr Geld wieder rein verdiene. Ah, hier wird geboxt. Wer ist hier der Buchmacher? Der. I'm ready. Look who we have here! The Baron know this is how his men amuse themselves? Baron knows all about it. Even bets in the fight sometimes. Bets like a dumb fuck. Always loses. Vielleicht hätte ich dem Baron sagen sollen, dass er auf mich setzen soll, aber der ist momentan eh in, im Sumpf. Let's start. Alright. Come to daddy. Ja, Freund, ich werde jetzt erstmal hier die Fresse polieren. Na, keine Chance, der Typ. What a fight! Let it be known by one and all that the Witcher has defeated the sergeant and become champion of all Velen. If you've not had your fill, you'll find worthy pugilists elsewhere. Plenty of them in Novigrad. Plenty in the Skelliger Isles. So dachte ich mir das. Sehr schön. 160 Kronen noch abgeschleppt. So, und jetzt können wir mal gerade schauen. Achso, wir müssen gegen den Baron noch Gwyn spielen. Das können wir wahrscheinlich gar nicht machen. Ich würde sagen, dass jetzt erstmal fast das Ahnenfest kommt. Ja, Schatzsuchen auf jeden Fall nicht. Das ist die letzte Level 7 Quest, die wir jetzt noch haben am Start. Dafür müssen wir auf die Reuseninsel. Und dann werden wir wahrscheinlich ihnen dafür irgendwie helfen müssen, irgendwelche Geister von seinem Ritual da fernzuhalten. Machen wir einfach mal. Also ich denke, das ist einfach das Logische, wenn wir das jetzt angehen. Der beschwichtigt dann mit irgendeinem Ritual einmal im Jahr die Lebenden mit den Toten. Das ist so andersrum. Also die Lebenden haben nochmal die Chance, ja, mit den Toten sich einig zu werden, mehr oder weniger. Also wenn man da irgendwas ungesagt gelassen hat oder dergleichen. So ist ähnliches wie das mexikanische Totenfest wahrscheinlich. So, ja, natürlich auf meiner Lieblingsinsel.
Und an dem Ort, an dem das Spiel, glaube ich, so oft wie in keinem anderen Ort abgekackt ist. Ich hoffe mal, dass das jetzt einigermaßen glatt geht. Ich hab's eigentlich gerade wenig Nerv, mich hier mit den Ghoulen rumzuschlagen. Deswegen holen wir gerade mal Plötze ran. Und reiten einfach zu dem Ort hin. Nee, ich hab keinen Bock auf euch. Da liegen schon die ganzen Boote vor Anker. Wahrscheinlich die ganzen Dorfbewohner hier teilnehmen an dem Ritual. Okay. Meute. Meute klingt auch gut. Na, ich denke, wir werden mal Geisteröl auftragen. So, da ist auch schon eine gute Weidler. I'll be back. Ach so, ich soll den um Mitternacht treffen. Okay, dann meditieren wir doch gerade mal kurz eine Runde. There we go. What comes next? What's life? Greetings. Just in time. Good folk, behold the one who will protect us. You needn't fear. Soon shall we summon the wandering souls. Beyond all help, some will be. From these, you must protect us. Evil creatures keep at bay. Keep at bay till the ritual's done. Begin. Keep us from harm. And let them not disturb the circle. What is this life? Well, you know. Flint and torment, there we go. What comes next once life subsides? Man his own fate decides. Soon will rise thy dead, thy buried. Each will say by what they're harried. Will ye grant these souls reprieve? The storm. We're prepared to end their grief. Let's begin Forefather's Eve. Ye who wander on the gale, ever caught in this world's thrall, see this sign, gentle pale. Ye we summon, ye we call. Ye we summon, ye we call. Okay, so Drowner kommen. Keine Geister. Natürlich ist das falsche Öl aufgelegt. Hark, a sound I hear. 'Tis right. A spirit breaks the still of night. Burn the incense ever higher. Spirit, join us round the fire. Spirit, speak. This time is yours. Tell us of your ghostly woes. Who are you? He knows. Should I drive him away? Nay. I've come for you, patricide. Begone, foul force! I cast upon you the light of the eternal fire! Abomination! Stop this at once! The errant souls! We must help them! Silence! I'll not tolerate necromancy. Help me! Okay, also er hat scheinbar seinen Vater umgebracht, der gerade als Geist vor uns stand, und jetzt sind Hexenjäger gekommen, die ihn wahrscheinlich verbrennen wollen. Leave now. You're disrupting the ritual. This is black magic.
These folk disturb the dead. We cannot allow it. We will not. You don't know a thing about their customs. Take him and disperse the others. Good folk, leave not these grounds. Ye cannot break the circle. Ow. Tis an ill turn, ill. Woe are we. Blood has stained the hallowed ground. Yet we cannot stop what has begun. The bloodshed, it do any harm? Tainted lies the circle now. They who thirst for the gore of men shall come. God's willing, they will be few, and the Pella shall finish the rite. If you want to continue, I'm ready. Good folk, we must the eve complete. Prepare yourselves. Ye we summon, ye we call. Enter souls, we'll judge ye all. All is quiet, all is gloom. Something whispers, something peeps. Someone near our fire creeps. All is quiet, all is gloom. What peeps in the darkness gloom? Wraiths! This sacred ground is with blood stained. We cannot the ritual complete. People, save yourselves. If your lives you value, run. Ich muss sagen, dass ich die Quest ziemlich geil finde bisher eigentlich. Lost. Gotta be a peasant who told the witch hunters about the ritual. That spirit they drove away. Your father's ghost, right? Threatened to come back, likely to keep his word. Old man Ambrose, the Pella fears not. That wraith called you a patricide. He get it right? Aye. If I'm gonna help you, I gotta know everything. Why'd you kill your father? The Pella does not wish to speak of this. You can't hope to manage this alone. You're afraid, that's clear. Wraith will hold sway over you. Listen, I'll send him off. I've got to. But I need to know where he's buried. Corpse probably hasn't turned to dust yet. That's his bond to the world of the living. Ambrose lies in the swamp. Fine, I'll find his body, see what I can do. Okay. Also ich muss sagen, dass diese Nebenquests extrem geil sind. Die Viecher im Wasser sammeln wir jetzt mal nicht auf. It's clearing up. Aber die Sachen hier. So. Dann auf zum Schnellreisepunkt. Da müssen wir in den Sumpf den Vater vom Weideler finden. Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt, warum der seinen Vater umgebracht hat. Jetzt noch im Kampfmodus. Scheiße. Kein Bock auf euch, hab ich gesagt. Muss ich euch doch alle umbringen. Da wird einer gerade am Plätze rum. Ja.
So, hier drüben im Sumpf. Ja, reisen wir mal kurz hier zu den Alten. Und gucken uns dann da mal um. Wen oder was wir da so entdecken. Mit den beiden Ölen komme ich gerade ganz gut klar. Nekrophagenöl und Gifte erhängten so oder so immer. Das gegen Biester und gegen Humanoide hilft. Das ist wahrscheinlich so das Effektivste, was ich machen kann. Ja, die Tür hätte ich damit. Schauen, ob ich mittlerweile eigentlich wieder was zu essen dabei. Rohes Fleisch, okay. Ich muss dann denken, dass ich mir eine Wolfsleber aufhebe. Ansonsten ist eigentlich der Rest egal. Außer, ja gut, wenn, bis ich in Novigrad bin, kann ich dann die... Ach nee, ich will ja die Tränke mich damit herstellen, ne? Da brauche ich noch diese andere Pflanze, wo ich nicht weiß, was das für eine ist. Was ist da? Zwei Zahnblüten, okay. Stimmt hier nicht jemand? Lesslauf, okay. Careful, sir. A monster prowls the bog. Enter the mist and you'll never see home again. This monster, tell me more. Only seen it once myself. And that from afar and past dusk. Thought it were a man at first. Then it turned, and I saw eyes burning like coals and a jaw full of fangs, one next to the other. Humanoid, nocturnal. First attack. Remember when it happened? A week passed, near about. It was then Boren vanished. Merrick and Tomil went looking for him, didn't come back either, them two. I were afeared. Now none dare venture into the bog. Camp stands deserted, and the peat there. Master, it's the best sort. Black as pitch and oily. Good for fuel and... Fascinating, but staying with the topic at hand. Assume you put up the notice in Downwarren. Aye, twere me. Good to know someone reads them. Paid a scribe a dozen eggs to write it up. I can help, for a fee. Course! Why, even an ox don't pull a plow for free. So, da haben wir gleich noch eine Quest, die wir praktischerweise auch hier direkt in der Nähe erledigen können, das Monster im Sumpf. Frage mal, wie viel er mir geben möchte. Afraid I'll need more than an ox needs. How much are you willing to pay exactly? So, 242 würde er mir geben. Wir gehen einfach mal hoch auf 275. That I simply do not have. Would a few crowns less satisfy you? Na, 270. That I simply do not have. Ach komm. Would a few crowns less satisfy you? Er sagt ein paar. 260. That what? I simply do not have. Would a few crowns less satisfy you? 55 probiere ich jetzt noch. Das sind 13. Das sind 13er Bonus. Also den kriegt er wohl zusammen. Ja. Oh, Master, you value your services dear. But so be it. I'll agree to that. All right, time I got to work. Where'll I find this monster? Start south of here. But beware, bad poxy air hangs o'er the marsh. Stings your eyes, claws at your throat. Claws so hard you could choke. Okay, das Ding aus dem Sumpf machen wir irgendwann anders mal. Momentan haben wir hier verschiedenste Moder heute. Und irgendwie muss halt die Leiche von dem Vater liegen.
Ich wollte gerade wegspringen, das hat aber nicht mehr funktioniert, leider. So, ist das die Leiche? Swamps kept Ambrose's body in good shape. Even where the Peller smashed his head in. Gotta incinerate it. That ought to get the Spectre to leave. Leave the world of the living. Never return again. Okay, so als nächstes eigentlich mit dem Weidler sprechen. Und das ist natürlich dann bei ihm zu Hause. Ich wäre momentan mehr daran interessiert, das Ding aus dem Sumpf noch durchzuführen tatsächlich. Um rauszufinden, was hier genau für ein Viech die Leute im Nebel tötet. Und danach schließen wir dann das mit dem Ahnenfest ab. Das nicht. Synchronkopf abschlagen. There's something here. Need to use the eye. Tracks messed with magic. This is getting interesting. Okay. Different claw marks. I guess a few individuals feed here. Wie verbirgt seine Spur mit Magie? Könnte natürlich wieder irgendwie so eine Vampirgeschichte sein oder sowas. Hier doch sind Spuren. No ordinary fog this. The odor. Metallic almost. Bin ich mal gespannt, was wir hier für ein Viech wieder treffen. Die Schritte gehen eigentlich hier weiter in die Richtung. Ah, hier. Wir werden es gerade mehr. Führt hier zu dieser Hütte. Bin schon mal gespannt, was das wieder für ein Viech jetzt ist. Didn't even have time to pull out his weapon. Monster must have been concealed. Surprised him. Guess I'm dealing with an old foglet hiding behind an illusion. Nebling, okay. Schon mal auf unser Bestiarium, was das für ein Viech ist. Ignis Fatuus. Das Monster in den Torfstichen Velens erwies sich als uralter Nebling. Diese Kreaturen leben ungewöhnlich lange. Einige bewohnen die Erde schon seit über 200 Jahren und werden permanent stärker. Hiebe von Neblingen solchen Alters sind derart massiv, dass man sie unmöglich blocken kann. Außerdem sind Neblinge so flink, dass nicht einmal Irden sie bremsen kann. Zu einem Überfluss können sie auch noch vollständig mit dem Nebel verschmelzen, um dann jäh von hinten zuzuschlagen. Es ist also geboten, eine gute Rüstung zu tragen und weisen Gebrauch vom Quinn-Zeichen zu machen. Okay. Quenn und Nekrophagen werden wir auf jeden Fall am Start haben. Kann mal gucken, das Öl.
machen wir gerade nochmal frisch auf. So, und hier soll ja irgendwo hausen. Problem ist, ich habe hier nicht unendlich Sauerstoff am Start. Ah, hier hinter. Someone placed an illusion. Hat sich hier gut genährt auf jeden Fall von welchen Viechern. Schönheit. Kurz eben meinen Schwalbentrank equippen, sonst haut er mich, glaube ich, kaputt. Was steht da? Ich darf mich nicht mal erwischen lassen von dir. Oh mein Gott. Nein. So close. Ja, dann müssen wir das wohl nochmal machen gerade. Ich guck mal gerade, wenn der letzte Spielstand war, ob wir das jetzt in der Folge gerade nochmal machen. Wenn das direkt davor ist, also mit Anfang von dem Kampf, machen wir das, sonst machen wir das echt in der nächsten Folge. Aber man ist einfach zu greedy. Also geht mir zumindest so, dass ich immer mehr Schaden machen will, als ich eigentlich in dem Moment als schlau wäre einfach. Dass man einfach mal nur ein- oder zweimal zuschlägt und dann einfach zurückweicht. Und ich versuche halt immer noch ein mehr rauszuholen. Und das funktioniert in dem System nicht, weil die Gegner nicht so einfach gestaggert werden, wie zum Beispiel in Dark Souls oder so. Dagegen, also konnte man so greedy spielen. Einfach, wenn man die Gegner aus dem Konzept gebracht hat. Okay, ja, dann machen wir beim nächsten Mal einfach hier nochmal weiter. Beziehungsweise ich werde wahrscheinlich dann schon drin sein. Oder, ja, weiß noch nicht, wie ich das genau mache. Auf jeden Fall, für heute war es das erstmal. Haut rein, bis dann.